Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Mamsterrad. Hallo meine liebe Imke, wie schön, dass du da bist. Hallo meine liebe Judith, wie schön, dich zu sehen. Und ein großes Hallo an alle da draußen. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Und an dieser Stelle ein dickes Danke an unsere lieben Freundinnen von Sonnentor, die uns mit dieser Folge nicht nur finanziell unterstützen, sondern uns auch mit ordentlich Nervennahrung und Tee versorgt haben. Aber dazu später mehr. Wir sind nicht alleine heute. Wir haben uns jemand eingeladen, den ihr da draußen mit Sicherheit kennt. Sie ist gerade in der Elternbubble, ich glaube, eins der hellsten Lichter am Himmel, wenn ich das so sagen darf. Und ich habe auch gerade einen kleinen Fangirl-Moment. Liebe Susanne, wie schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo, genau, Susanne. Hallo. Susanne Mirau, du bist, ich glaube, inzwischen 12-fache, wahrscheinlich mit dem neuen Buch 13-fache Autorin, Bestseller-Autorin sogar. Du bist mit deinem Blog 2012, glaube ich, Geborgen wachsen gestartet. Das ist wahrscheinlich in unserer beziehungs- und bindungsorientierten Bubble auch das Nachschlagewerk schlechthin. Und du bist heute hier, um mit uns über ein Thema zu sprechen, was, jetzt zieht es kurz, wahrscheinlich alle von uns betrifft. Jetzt tut es einmal kurz später. Weh. Es wird einmal kurz wehtun. Wahrscheinlich wird es die nächsten Minuten ein bisschen wehtun. Es geht um das Thema Schlafen, Kinderschlaf, Familienschlaf, dieses ganze Thema Schlaf, was ja eigentlich, wenn man ehrlich ist, mit Kindern nur noch bedingt stattfindet. Ja, leider, ne? Denn tatsächlich, da sind wir sofort mitten im Thema drin, denn in unserer Gesellschaft ist das nur noch bedingt und zwar über viele Jahre hinweg. Ne? Also wenn wir uns Studien anschauen, dann sehen wir, dass schon innerhalb der ersten Monate Mütter eine Stunde Schlaf am Tag verlieren, Väter 15 Minuten. Und lassen wir an der Stelle mal unkommentiert stehen. Wir atmen einfach weiter. Und die ersten 6 Jahre auf jeden Fall ein Schlafproblem besteht bei den meisten und tatsächlich bei einigen sich durch die nächtliche Care-Arbeit Schlafprobleme ausbilden, die halt fortbestehen, auch über diese 6 Jahre hinaus. Und es ist ja nicht nur so, dass wir die Stunde Schlaf verlieren. Ich spreche leider aus sehr bitterer eigener Erfahrung. Dieser erholsame Schlaf, den wir eigentlich brauchen, um unsere Kraftreserven wieder aufzutanken, der findet ja so überhaupt nicht mehr statt, weil ja der Schlaf, den wir bekommen, auch ständig unterbrochen wird. So. Also es ist einfach gar nicht mehr möglich, zumindest zeitweise mehrere Stunden am Stück durchzuschlafen. So, was ja auch gerade in Bezug auf die Kraft, die wir einfach brauchen, um unseren Alltag zu überstehen, mit Care-Arbeit, mit Lohnarbeit, mit allem, was da dran hängt, wenn wir da jetzt auch noch, also wir sind ja eh schon am Limit, wenn wir dann noch nicht mal die Chance bekommen, irgendwie richtig aufzutanken, dann wird das ja ein Problem, oder nicht? Ja, es ist auch ein riesiges Problem. Ja, und das ist, also was du alles schon benannt hast, wir haben ja eh schon eine ungünstige Verteilung von Care-Arbeit. Ja, also dass Care-Arbeit insbesondere auf Müttern lastet. Ja, vielleicht manchmal noch mit einer weiteren Person, aber auch zwei sind eigentlich zu wenig, um all das zu leisten, was wir ja im Alltag leisten müssen. Ja, und wenn dann eine Person auch noch zu wenig Schlaf bekommt, dann leidet darunter, also die Person körperlich, psychisch, die Erwerbsarbeit, die wir leisten sollen, ja eigentlich auch noch in dieser Zeit. Ja, also wenn du sagst, okay, die ersten 6 Jahre sind gestört, aber es wird erwartet, dass du in diesen 6 Jahren erwerbstätig bist, dass du vielleicht sogar Karriere machst, aber das kannst du gar nicht, wenn du zu wenig schläfst eigentlich. Dann dazu, die Care-Arbeit leidet darunter, weil wir, wenn wir zu wenig schlafen, ja auch einfach erschöpft sind, wir sind weniger feinfühlig. Wir können weniger auf Signale eingehen, wir streiten uns mehr mit Kindern, aber eben auch in Partnerschaften und wir haben, weil wir so müde sind, weniger Zeit für Freundschaften. Es ist total schlimm, dass wir zu müde sind. Ja, ich finde das so krass diplomatisch formuliert von dir gerade, wir sind weniger empathisch. Ich hätte gesagt, wir sind total biestig, also so, weil das ist ja genau das, also es sind ja nicht nur wir selber, das Umfeld leidet ja mit darunter, so, es betrifft ja
eben nicht nur die Person, die zu wenig Schlaf bekommt, sondern gerade auch die Kinder, gerade auch die Partnerschaften, gerade auch Freundinnen, die immer als erstes irgendwie hinten überfallen, was ja wieder eine Energiereserve ist, die hinten überfällt. So. Ich glaube, du sagst in den ersten 6 Jahren, also dass das Thema Schlafen natürlich insbesondere mit Babys, die nachts noch Nahrung brauchen oder auch mit Kleinkindern ein anderes ist. Das wissen wir, glaube ich, größtenteils, auch wenn wir es immer noch nicht so richtig wahrhaben wollen. Und wenn es Gott sei Dank, und ich feiere euch da draußen, immer noch Familien gibt, deren Kinder okay schlafen. Ich finde es großartig so. Trotzdem haben viele ja auch die Hoffnung, wenn das Kind dann erst mal 6 oder 7 ist, dann muss es doch jetzt bitte aber auch in seinem eigenen Zimmer, in seinem eigenen Bett schlafen und dann auch durch. Es zieht noch mal kurz, den Zahn können wir an der Stelle auch ziehen, oder? Ja, also weil Schlaf ist ja so abhängig von so vielen Faktoren und deswegen gibt es halt immer auch wieder Einbrüche. Ja, und gerade auch, selbst wenn die Kinder aus der Kleinkindzeit oder Vorschulzeit raus sind, aber dann sind sie halt in der Schule und dann ist es so, dann vielleicht auch die Einschulungszeit ist anstrengend. Dann gibt es irgendwelche Probleme in der Schule, es ist anstrengend. Dann, ja, was auch immer, die Katze stirbt, Opa stirbt, was auch immer, aber das kann sich alles wieder auswirken auf Schlaf. Und manche Kinder sind auch eben mit 7 noch so, dass sie nicht im eigenen Bett schlafen wollen. Ja, also auch das gibt es ja. Also das kann man auch gar nicht. Und dann, ja, sind wir durch diese Wackelzahnpubertät, kommen wir so durch und dann kommen die Teenager. Und dann kommt der große Glockenschlag. Ja, die werden dann vielleicht irgendwann immerhin in ihren eigenen Betten schlafen. Wir denken, wir sind jetzt endlich raus aus dem Gröbsten. Aber dann fängt ja eine ganz neue Diskussion an, weil die einfach spät einschlafen. Und das ist normal, dass die spät einschlafen können. Und aber morgens halt auch trotzdem nicht früh aufstehen. Sondern ja, das Melatonin spielt dann einen Streich, ne? Das Melatonin wird später ausgeschüttet und braucht dann halt wieder zum. Das erlebe ich hier tatsächlich. Also wir sind jetzt an dem Standpunkt angekommen, dass ich vor meiner Großen ins Bett gehe und ihr Gute Nacht sage, während sie noch am Klavier sitzt und noch für sich hinspielt oder noch ein Buch liest. Ich gehe meist jetzt schon vor ihr ins Bett. Ist aber auch irgendwie ganz nett, muss ich sagen. Also okay, sie macht ja auch alles selbstständig, wenn es morgens nicht immer so ein Drama werden würde, sie dann aber aus dem Bett wieder rauszukriegen. Dann will sie drinnen bleiben und das sieht die Schule in Deutschland mit 8 Uhr Schulbeginn leider anders. Ja, und das ist auch wieder ein Problem. Also einmal ist es halt gut, wenn die Eltern ja dann sehen, okay, mein Kind ist wirklich müde, deswegen es wenigstens am Wochenende ausschlafen lassen. Ja? Und nicht sagen, es ist aber jetzt Sonntag, du musst zum Familienfrühstück kommen. Genau, und immer mit dem Staubsauger um halt ja, ich brauche gerade den Staubsauger im Kopf. Na, aber auch zum Beispiel Vereinssport. Ja, auch oh das ja. Ist am Wochenende Spiele. Oft früh. Und das führt dann zu Problemen. Dann sagen die Jugendlichen, ja, ich habe keinen Bock mehr auf mein Hobby, weil sie dann einfach zu müde sind und da am Wochenende nicht aufstehen wollen. Ja. Also da wieder Strukturen. Und diese frühe Schule, also wir wissen ja aus Studien, dass es nicht gut ist. Trotzdem wird es gemacht. Trotzdem wird es gemacht, ja. Das führt dann dazu, dass die Kinder dann halt sagen, okay, ich bin so müde, aber ich muss ja Schule und Stress und Druck, dann muss ich halt Energy Drinks trinken, damit ich fit genug bin. So wie unseren Kaffee dann auch trinken. Abends noch fit genug bin, um mich wenigstens dann mit meinen FreundInnen zu treffen und wenigstens noch ein bisschen Sozialverhalten zu haben. Also das ist dadurch, dass unsere Gesellschaft für alle Altersgruppen schlechte Rahmenbedingungen hat zum Schlafen, haben wir viele weitere negative Faktoren, die sich da auf unsere Psyche und unser Körper negativ auswirken. Weil Ja, wir die nicht sich richtig auch schlafen dürfen. durchziehen. Ne? Also es zieht sich halt permanent durch. Also die Herausforderungen und die Knackpunkte werden wahrscheinlich andere sein im Laufe der Zeit, im Laufe der Entwicklung der Kinder. Das ist übrigens auch ein spannender Punkt. Ich habe immer das Gefühl, wenn wieder einer von diesen bekannten, berüchtigten Sprüngen passiert ist, war das halt auch wieder komplett durch den Wind. Und immer wenn du gerade dachtest, jetzt ist wieder cool, jetzt haben wir einen Weg gefunden, bam, kam das nächste Ding. Okay, aber jetzt wissen wir, dass es einfach schwierig ist über die Jahre. Was können wir denn jetzt machen? Also ist ja, wir können es ja nicht einfach hinnehmen und sagen, ja, ist halt so, dann bin ich halt müde und erschöpft und alles irgendwie grau so. Es muss da ja irgendeinen Weg rausgeben, beziehungsweise irgendwas, was wir, bitte, bitte sag mir, es gibt irgendwas, was wir tun können.
damit es leichter wird Ich hätte ja vielleicht. sonst noch viele andere Fragen vorher, bevor wir in die Lösung gehen. Ich Oh, würde okay, los tatsächlich geht's. sehr, sehr gerne nochmal darüber sprechen, weil das erlebe ich oft in meiner Praxis. Dieser Schlaf in der Schulzeit, wo ja viele wirklich, ne, wissen, die ersten 5, 6 Jahre Kindergarten, da ist es halt auch schwierig und jeder Zahn wird gefeiert, jeder Infekt wird nachts gefeiert. Und Da das Klatschen können sind muss und die nachts auch Phasen nach, praktiziert werden. auch immer wieder Tag-Nacht-Rhythmus wird durcheinander gebracht. So. Und dann kommen sie in die Grundschule und auch hier ist nochmal das erste Mal spürbar, so ein richtiger fieser Druck auch seitens der Eltern, du musst doch jetzt schlafen, du hast morgen Schule. Da sind sie ja auch oft noch eher im Bett, aber dann erfahre ich halt auch oft von meinen Klientinnen, ich kenne es aber auch als zweifache Mama mit zwei Mädchen, dass auf einmal die Albträume wieder so krass werden. Albträume beziehungsweise auch dieser Nachtschreck durchaus nochmal wieder passieren kann oder auch vielleicht sogar sich nochmal wieder nachts einnässen, was ja vielleicht auch Ewigkeiten nicht vorgekommen ist, weil einfach sicher trocken. Aber ich finde, in der Wackelzahnpubertät, lass uns da gerne noch einmal drüber sprechen, bevor Susanne uns noch viele andere gute Ratschläge Den mitgebracht hat. Zauberstab rausholt und sagt, alles kein Problem mehr ab jetzt. Ist das tatsächlich normal, dass Kinder in der Wackelzahnpubertät da auch nachts tatsächlich nochmal so, ich will nicht sagen Rückschläge, das klingt immer sehr gemein, aber tatsächlich nochmal wieder, wenn sie schon sicher durchgeschlafen haben, dass es in der Wackelzahnpubertät durchaus nochmal komplett durcheinander laufen kann, so mit altbekannten Ängsten, Albträumen? Ja, na, und es kommen ja auch neue Sachen, also weil die Kinder ja also immer kognitiv weiter reifen, ja, und sie machen sich neue Gedanken darüber und sie hören Nachrichten. Und das ist ja jetzt nicht so, dass wir in einer entspannten Zeit leben. Oh, gerade eben auch Und im ja, Moment, das ist katastrophal, ne? wir kriegen von allen Seiten krasse Informationen, auch vom Schulhof, ja, was da auch manchmal an Konflikten entsteht, ja. Und das müssen sie alles verarbeiten. Und Verarbeitung funktioniert halt nachts in unserem Gehirn, ja. Und das deswegen das. Das ist ja gar nicht so, dass wir irgendwie nur da liegen und uns ausruhen, ja. Schlaf ist ja so krass eigentlich, ja, was da in unserem Gehirn und im ganzen Körper stattfindet an Verarbeitungsprozessen. Und natürlich ist in diesem Alter, wo sie halt so viel, ja, und wo sie körperlich schon ganz viele Sachen machen können, ja, wo sie dann halt raufklettern und anfassen und ihren Explorationsradius erweitern und sozial was Neues machen und so. Und das muss alles verarbeitet werden. Und das, dann kommt das halt, dass sowas noch dazukommen kann. Plus eben neue Sachen, ne, die auftreten, wie Meerschweinchen stirbt oder irgendwie sowas. Ne? Also. Oder auch das erste Mal dann in der Grundschule beispielsweise merken, okay, ich bin vielleicht ein bisschen verliebt, ohne das benennen zu können. Die Person guckt mich aber nicht an oder ich habe mich mit meinem Best Buddy, den ich aus Kindergartentagen kenne, gestritten und auf einmal hat der andere Freunde. Also diese sozialen Konflikte, die unsere Kinder gerade in diesem Alter auch zum ersten Mal so richtig bewusst erleben. Natürlich macht es was mit denen. Es macht ja mit uns auch was, wenn wir uns irgendwie zoffen oder irgendwas. Nur wissen wir, im Idealfall wird es wieder gut, wenn wir darüber sprechen. Das wissen die ja wahrscheinlich einfach noch nicht. Also da sind ja wahrscheinlich auch krasse Ängste auf einmal in den Köpfen. Ja, und wir gewichten das ja auch unterschiedlich. Also weil es ist ja so, dass wir Erwachsene leiden ja auch oft unter Schlafstörungen, wenn unser Mental Load zum Beispiel zu hoch ist. Ja, also wenn wir zu viele Sachen haben oder wenn wir Schwierigkeiten haben mit dem Einschlafen, weil uns zu viel durch den Kopf geht. Ja, weil wir denken, oh Gott, da ist ja das und das los und die Klimakrise und so. Und bei den Kindern sind es vielleicht andere Themen, aber das ist ja kein anderer Ablauf. Die haben das auch, dass es ihnen manchmal schwerfällt, abends abzuschalten von all dem, was da auf sie einkommt jeden Tag, ja, oder dass sie nachts aufwachen. Sie haben was geträumt und dann finden sie nicht gleich wieder den Sprung in den Schlaf, ja, weil sie auch wieder damit beschäftigt sind. Und irgendwie schauen wir da immer auf Kinder anders als auf uns selber, aber das ist schon auch ein bisschen ähnlich, dass sie solche Sachen so belasten können. Ich kenne persönlich meine Antwort, ich möchte es aber einmal von dir hören. Ist das schlimm, wenn ein Grundschulkind noch wieder zurück ins Elternbett klettert? Die geilsten Sätze werden eingeleitet mit, ist das eigentlich schlimm oder ist das normal? Nee, das ist Also ich weiß, dass da total viele Panik kriegen, normal. tatsächlich. Nach dem Motto, ist das schon in der Grundschule, ist das schon groß? Kann doch jetzt nicht, also
Es kann, oder? Bitte, Ja, Susanne. also ich habe im Buch auch nochmal darüber geschrieben, über diese Geschichte, wie wir ja eigentlich zu einzelnen Betten auch gekommen sind. Es gibt auch so ein schönes Buch, da habe ich so eine kulturhistorische Abhandlung über das Bett. Ja, was alles im Bett eigentlich passiert, von Geburt bis Tod. Und wie sich das auch entwickelt hat, ja, und dass früher die Menschen ja sogar in Gasthäusern zusammen geschlafen haben in einem Bett, Mit ja, fremden Menschen? eher mit fremden Menschen. Spannend. Und das ist super spannend. Vielleicht wirklich spannend, who knows? Ja. und dass das ja eigentlich wirklich was ist, was wir nicht so sehr machen. Ja, also dass es auch in Ordnung ist, alleine schlafen zu wollen, absolut. Aber dass es für viele einfach Sicherheit gibt. Es gibt Wärme, es gibt Nähe, Das ist so ein geschützter, Vertrauen. geborgener Raum irgendwie, ne? Genau. Also es ist halt Und so eine Wohlfühlblase im Idealfall mit einer kuscheligen Decke und mit Nähe und so halt. ja, ne, und das ist ja auch bei uns so, wenn wir traurig sind oder erschöpft oder was auch immer, wir wollen halt irgendwie gehalten werden von irgendjemand. Bei den Kindern ist es nicht anders. Und selbst wenn jetzt das Teenager-Kind, ja, kommt und sagt, oh, mir geht's so mies, weil ich so dolle Liebeskummer habe oder Schuldruck, ja, und einfach möchte, dass Mama oder Papa abends mit im Bett liegen und es einfach noch im Arm halten, weil es halt gerade so anstrengend ist. Und das ist auch okay. Ja, weil wo sollte, also wann jemals können wir uns eigentlich so fallen lassen, wie halt in dieser Zeit, wo wir Eltern haben, die uns dann halten, wenn es schwierig ist. Ich finde nämlich auch also ich finde das wichtig, dass wir uns nicht dazu verpflichtet fühlen, unserem Kind die Nähe nicht zu geben, aufgrund von macht man doch nicht mehr in dem Alter, wie dein Kind schläft noch bei dir. Also ich bin ja tatsächlich eine große Familienbettfreundin, also wir hier komplett alle in der Familie, und wir haben nie einem Kind Stress gegeben, dass es ausziehen muss, beziehungsweise ich ausziehen sollte. Ich finde das immer sehr wichtig, aber ich finde das auch als Botschaft nach draußen einfach immer wieder wichtig, dass wir uns nicht verrechtfertigen müssen, wenn andere komisch gucken, weil sie aus irgendwelchen Gründen mitbekommen, dass man sich noch das Familienbett teilt. Und ich finde, gerade in der Phase, wo die Kinder noch mal einen ganzen Schub nach vorne machen, sei es Wackelzahn, Vorpubertät, Pubertät, dass es nicht heißt, dass sie mit 13 zu alt sind dafür. Also ich finde, diese Botschaft, finde ich, können wir hier noch mal ganz laut rausschreien oder leise flüstern, aber keiner sagt, wann ist der richtige Zeitpunkt. Jetzt muss das Kind immer, egal was kommt, einfach Ja, schlafen. Den gibt es einfach nicht. zumal das ja auch für viele von uns einfach ein schöneres Gefühl ist, nicht alleine einzuschlafen, sondern gemeinsam mit der Person, die man liebt, vielleicht im Bett zu liegen. Und also egal, ob das jetzt der Fuß ist, der kalte, der dann nochmal zwischen die warmen Oberschenkel geschoben wird, oder ob man Nase an Nase liegt. Viele von uns mögen ja einfach das Gefühl, nicht alleine in diese unterbewusste Traumschein-Schlafwelt zu gehen. Ich möchte trotzdem die Spielverderberin sein und an der Stelle sagen, was ist denn aber, wenn ich weiß, ich kann nicht schlafen, wenn rechts und links von mir kleine Hubschrauber liegen, die die ganze Nacht irgendwie rödeln und treten und machen und tun. Und ich möchte ja aber eigentlich denen die Nähe geben, nur wird es halt komplett auf mein Funktionieren gelastet, Das zum sozusagen. Thema Schlafentzug bei Mamas, ne? Ja, also das Ja. meine ich ganz ernst, ne? Ja, Also auch. persönlich gesprochen ist es bei mir so, ich lieb's, mit meinen Kindern in einem Bett zu schlafen. Meine Söhne sind 7 und 9. Aber es tut mir nicht gut. So, ich weiß nicht, ich weiß es einfach nicht. Aber jetzt weiß ich es gleich, weil du wirst bestimmt eine tolle Antwort für mich haben. Voll gut. Es ist auch schwierig, weil genauso wie dieses, das darf man nicht, lastet auch ein bisschen dieses, du musst das machen, damit du eine gute Mutter bist. Ja, aber es ist halt einfach so, wie du es auch sagst, wir können das ja nicht. Wir können nicht, wenn wir schlecht schlafen, gut für die Kinder sorgen. So. Ja, und deswegen muss man dann abwägen, was ist eigentlich wichtiger, dass ich ausgeschlafen bin und die Energie habe, für den ganzen Tag meine Kinder gut zu begleiten. Oder dass wir nachts zusammen im Bett liegen. Und in vielen Fällen wird wahrscheinlich dann die Lösung sein, zu sagen, nee, ich möchte tagsüber genug Energie für die ganze Familie haben. Und deswegen schauen wir nach einem schönen Ritual.
Ja, dass man sagt, okay, abends kuscheln wir noch mal eine Weile und dann gehe ich rüber in mein Bett. Oder ihr geht rüber in euer Bett. Ne? Weil ich glaube, das ist total wichtig, dass wir da drauf sehen und uns das zugestehen, zu sagen, ich muss auch schlafen. Ja? Und das ist, es wird unterschätzt, wie wichtig Schlaf ist. Ja? Schlaf steht ja auch zum Beispiel in Verbindung mit Depressionen und sowas, ja, mit Erschöpfung generell. Und die Auswirkungen von schlechtem Schlaf werden total unterschätzt. Ja, und deswegen muss man da dann genau hinschauen und sagen, okay, ich mag das gerne. Und vielleicht geht es am Wochenende mal, ja. Aber ich muss, und das, ich finde, das ist auch ein gutes Vorbild für die Kinder, weil es geht ja tatsächlich darum, dass wir nicht wollen, dass die Kinder in die blöden Fallen tappen, die wir selber haben, ja, sondern ihnen zu sagen, Schlaf ist so wichtig, auch für mich, und ich achte darauf, dass es mir beim Schlaf gut geht. Ja, ich glaube, das Problem ist, dass man ganz viele dieser Dinge einfach als gegeben hinnimmt, wie du gerade sagst. Also es ist ja nicht nur das, was denken denn die Leute, das macht man aber nicht. Ich glaube sogar, dass der Druck, das musst du machen, damit du eine gute Mutter bist, noch krasser ist so. Aber ich glaube, dass man viele Sachen halt einfach nicht hinterfragt. Weißt du? Man nimmt dann halt einfach hin, dass es nicht gut Ich würde läuft. noch eins draufsetzen. Ich glaube, gute Mutter ist vielleicht auch sehr etwas, was unterschwellig läuft, als vielmehr die Angst, dass ich dem Kind, wenn ich jetzt sage, du kannst nicht zu mir ins Bett klettern, dass ich dem Kind einen Schaden zufüge. Ich glaube, das ist tatsächlich, das steht da noch ein bisschen querer, dass ja auch viele Familien, die uns hören und folgen, dann bekommt man manchmal Fragen, ist das schlimm, wenn ich mein Kind mal angeschrien habe, habe ich es jetzt kaputt gemacht? Wenn ich meinem Kind nicht nachts die Nähe geben will, dann zerstöre ich doch die Zukunft für mein Kind. Was bin ich dann für eine schlechte Mutter? Also ich glaube, da schwingen einfach ganz viele Sorgen mit, weil halt die Bubble doch sehr groß ist und weil natürlich auch viele sagen, du musst Familienbett, du musst dies, du musst das. Keiner sagt, du musst an dich denken. Es ist ja auch sehr schwarz-weiß einfach, ne? Also das wird ja einfach vorausgesetzt, so macht man es und so ist es jetzt gefälligst. Und mir ist gerade ganz wichtig, an der Stelle nochmal zu sagen, dass Schlaf wahrscheinlich nochmal mehr als eh alle anderen Themen schon ein total individuelles Ding ist. Also nur weil meine Freundin total gut schläft mit ihren Kindern im Bett und es allen gut tut, heißt es ja nicht, dass ich doof bin, schlecht bin, weniger wert bin, weil ich den Schlaf alleine brauche. So, also wahrscheinlich ist das halt auch wirklich was, wo man ganz, ganz individuell für sich selbst in Absprache mit der Person, die idealerweise die Verantwortung zu Hause mit einem teilt, das irgendwie versucht zu managen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht dann eine Option wäre, wochenweise zu wechseln und zu sagen, in dieser Woche übernimmst du die Nächte, ich schlafe im Gäste- oder im Kinderzimmer, um eine Woche lang wirklich mal gut schlafen zu können, dann habe ich Kraft für die nächste Woche, in der du dich dann ausruhen kannst, so. Oder wie auch immer man das finden kann, so. Aber das ist ja was, da kann dir ja keiner eine Lösung vorgeben, eigentlich. Ich würde aber tatsächlich einmal gerne fragen, macht man Kinder kaputt? Ich will das wirklich, als kann man damit ein Kind kaputt machen, wenn man gut für sich sorgt? Nein. Also natürlich, wenn du jetzt sagst, das Kind muss jetzt alleine in einem Zimmer schlafen, darf nicht rauskommen, die Tür wird geschlossen, es gibt kein Licht und das Kind ist noch ganz klein und hat Angst und weint, Oh Gott, ist jetzt aber fange die ich aber gleich an Tür. zu weinen. Das könnte durchaus Ja. schwierig sein. Ich meine tatsächlich eher so Wackelzahnpubertät, also schon älter, wo dann auch wirklich viel kommt, du musst jetzt Nein, alleine schlafen. weil es geht ja darum, dass wir dem Kind auch das Kind ja auch begleiten dahin. Ich habe mit Nadine Rosser, die macht immer die wunderschönen Illustrationen, und wir haben einen kleinen Fragebogen gemacht für Kinder. Was brauchst du eigentlich? So, was brauchst du, damit du gut schlafen kannst, wenn ich nicht bei dir bin? So, Schön. und das ist etwas, da können wir halt mit den Kindern ins Gespräch. Und dann, pass auf, lass uns mal schauen, was tut dir eigentlich richtig gut, damit du dich so richtig wohlfühlst und damit es gemütlich ist und warm. Ja, und sie dahin zu begleiten, weil das ist, glaube ich, diese Ressource, die müssen wir unseren Kindern mitgeben, zu sagen, wie kannst du gut für dich sorgen, dass du richtig schön schlafen kannst. Weil das ist ja etwas, das kommt ja in unserem Gespräch auch gerade raus, ne, dass wir
es nicht machen. Ich will es auch einfach Ich nicht weiß, wissen. wie ich schön Ja. schlafe, alleine, aber ich mache es nicht. So, weil ich nicht gelernt habe, dass ich das für mich machen darf. Ja, weil wir sind ja ganz anders aufgewachsen. Wir sind ja, eigentlich sind wir ja in so einer Erziehungstradition von Behaviorismus aufgewachsen. Ne? Also Lernen, Belohnung oder Bestrafung. Und das war auch im Schlaf ganz, ganz viel so. Und wir haben gar nicht ausgebildet, dieses, oh, ich mache es mir voll schön und hier mag ich eigentlich ganz gerne noch eine Duftkerze oder was auch immer. Ja, das haben wir gar nicht verinnerlicht, sondern wir haben vielleicht so eine diffuse Vorstellung davon, wie ist es eigentlich schön? Wir trauen uns gar nicht, das zu machen, weil wir das Umsetzen nicht gelernt haben. Und im Gegenteil können wir dann halt den Kindern das beibringen und sagen, was ist schön für dich und dann mach das. Voll gut. Also das ist total wichtig, also weil du ja auch den Grundstein dafür legst, dass es einfach in ihrem Leben diesen Punkt nicht geben wird, weil sie einfach immer wissen werden, wenn sie es einmal gelernt haben, was brauche ich, und das darf sich ja auch ändern. Kann ja sein, dass du mit 6 was anderes brauchst als mit 11, als mit 17 oder was. Aber allein dahin zu gucken und zu überlegen, wie wäre es denn gut für mich? Und auch da ist es ja wieder was, es darf sich ja nicht nur ändern, es darf sich ja auch über einen Zeitraum entwickeln. Also ich glaube, es wird nicht funktionieren, zu sagen, so, ab heute schläfst du übrigens in deinem Zimmer, Tür zu, Licht aus, so. Sondern was wir tatsächlich gerade versuchen, keine Ahnung, ob das der richtige Weg ist, wir versuchen, die Kinder genau dahin zu bringen, was brauchst du in deinem Bett, damit es dir da gut geht? Und wie schaffst du es, diesen Automatismus zu durchbrechen, wenn du wach wirst, direkt aufzuspringen und loszurennen? Was würde dir denn helfen, vielleicht einmal zu versuchen, wieder in den Schlaf zu finden in deinem Bett? So. Klappt bisher nur bedingt gut, ist aber auch in Ordnung. Also das ist ja alles nichts, was irgendwie von heute auf morgen funktioniert. Ja, ich glaube, ich habe in so einem Neurobiologie-Buch gelesen, dass wir immer 400 Versuche brauchen, Ach du bis Scheiße, sich, anderthalb Jahre noch. bis sich ein neuer Weg im Gehirn richtig implementiert hat. So, also plus minus, ja. Na klar. Aber solche Sachen, die dauern halt gerade so neue Rituale und das zu lernen, das braucht halt einfach Zeit. Aber das Gute ist ja, dann nicht zu sagen, okay, wir haben es jetzt zweimal probiert, deswegen funktioniert es nicht, Ja. sondern zu sagen, okay, wir bleiben jetzt da dran und immer wieder, ja, und immer, ah, und was hilft dir? Und ist es vielleicht, dass du eine kleine Lichtquelle hier brauchst, ein kleines Nachtlicht, damit du siehst, dass alles in Ordnung ist, oder noch ein Schnuffeltuch oder was auch immer. Sehr Voll schön. gut. Also Schlaf individuell für alle, und vor allem, was wir auch in vielen anderen Podcasts schon gesagt haben und auch hier wieder als Quintessenz, nur wer spricht, dem kann geholfen werden. Das heißt, ihr kommt ins Gespräch, interviewt eure Familienmitglieder, interviewt auch mal euch selber. Ich fand die Idee gerade ganz schön, dass ich mich selber auch mal fragen darf, was würde ich mir im besten Falle eigentlich als Schlafumgebung wünschen, dass wir da einfach genauer hingucken und unsere Kinder und uns selber fragen und uns entwickeln dürfen. Susanne, es war ein total tolles Gespräch. Auf dein Buch freuen wir uns alle. Warte, warte, jetzt komme ich und sage, es heißt das Schlafbuch für die ganze Familie, mehr Ruhe, Energie und Ausgeglichenheit für Babys, Kinder und Eltern, ist bei Belz erschienen, beziehungsweise natürlich habe ich gerade das Datum nicht auf dem Kopf, um und bei jetzt gerade erscheint es bei Belz, es ist auf jeden Fall schon vorzubestellen. Möchtest du noch mal kurz sagen, wo man dich im Internet überall findet, wenn man mehr von dir wissen möchte, weil das kannst du, glaube ich, besser. Also, man findet mich bei Geborgen Wachsen auf dem Blog, bei Instagram Geborgen Wachsen oder bei Frau Mirau. Sehr Sehr schön. schön. Voll gut. Prima. Susanne, ganz, ganz lieben Dank, dass du bei uns warst. Danke für deine Zeit und deine wertvollen Impulse. Ich bin jetzt irgendwie müde und trinke noch einen Tee. Ich habe mich übrigens heute nicht für Durchschlafen entschieden, also für den Tee, sondern für Kraftschöpfer. Ach, Ich mag siehste. den voll gerne. Aber was ich noch sagen wollte, was ich gerade vergessen habe, ist natürlich alles in den Shownotes verlinkt. So, Sehr schön. was Also, musste noch raus? Cool, ich kann auch. dann ja, vielleicht magst du ja auch irgendwann nochmal wiederkommen. Ich glaube, wir sind noch nicht am Ende der Fahnenstange mit diesem Thema. Können wir mal schauen. Genau. Gut, dann haben wir es soweit. Ihr Lieben da draußen, gute Nacht. Hör ich einfach. Nach oder guten Morgen. Kommt gut durch die Woche und passt auf euch auf. Macht's gut. Bis Sonntag. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.